Loot, Looty, Engel. Beute, Plünderung. In Videospielen, auch Drop, ist eine Bezeichnung jeglicher Beutestücke, welche Gegner zurücklassen. Und mit dieser Anmod, die Crowdy netterweise mit TTS eingesprochen hat, gehen wir rein in eine neue Folge Spesis Twitch Clips. Folge Nummer 64. Ist da Loot? Rein da! Fantastisch. Auch irgendwann spielen. Wir haben ja Crash Bandicoot 1 in einem Stream durchgespielt. Crash Bandicoot 2 werde ich nicht in einem Stream schaffen, aber wir müssen es auch mal spielen. Aber guck mal bitte, wie süß dieses Meerschweinchen da ist. Das ist ein Pinguin! Pinguin. Sie bezeichnet doch nicht wirklich Pinguin als Meerschweinchen. Was ist mit ihr? Das ist ja so ein bisschen, also, nee. Das gibt's ja wohl nicht. Warum? Jumpscare. Ich hab's gleich. Ja? Ein Bild von J-Lo im Bikini. Warum auch nicht? Man weiß nie, wofür man es brauchen kann. Hä, warum sollte ich das googeln? Alice, es tut mir leid, Alice. Sorry. Ich bin gerade was am Suchen, deswegen. Deswegen bin ich ein bisschen abgehoben. Nein, beschäftigt. Was? Genau. Ach, guck an! Caro! Du hast es geschafft? Wer das wohl eingeschickt hat? Ja, das ist das Beste daran. Ich sag's ja immer wieder, alles, was sich unter mir bewegt, ist eine Vollkatastrophe. Wenn irgendwas richtig schön steht, ne, dann bin ich drin. Dann ist alles super. Damit kann ich sehr gut umgehen. Das war's mit Twitch! Newcomer der Woche. Oh, das war ein bisschen viel. Stay watching me. Ja, unangenehm, ne? Unangenehm. Sorry. Oh. Das Spiel hieß sogar Father's Day, ist Greifenberg. Ich weiß nicht, gehen wir mal hin. Hallo, ist hier Loot? Oh nein, jetzt sind wir. Du bist eins mit der langen Dunkelheit geworden. Ist er gestorben, weil er geguckt hat, ob da Loot ist? Gestorben wegen dir, Lone Wolf. Na nie. Ach komm, das gibt's doch nicht. Das war der Permadeath-Modus. 4000 Spielstunden für den Arsch. Ach komm, nie mehr vertraue ich diesem Lone Wolf. Nie mehr vertraue ich diesem Lone Wolf. Das gibt's doch nicht. Triggert. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Stromleitung halt, ja, ne? Gut. Hätte man sich auch denken können. Ich hab's ja auch schon mal mit Stromleitungen versucht bei Tomb Raider. Das hat ja auch nicht so gut geklappt. Sie fing an zu brennen. Nanu? Einmal habe ich was. Hunde, ihr könnt jetzt nicht mal knuddeln. Oh, was ist ja fantastisch. Sowas habe ich früher gespielt. Und die Geräusche, Leute. Bei 4000 Spielstunden wäre ich mehr ausgeflippt. Toll, Hälfte verpasst. Du hast gar nichts verpasst. Guck dir das an. Hunde, ist das nicht wundervoll? Ihr könnt jetzt nicht mal knuddeln. Stark. Melo! Und dann fall ich vom Zug runter. Stark. Machen denen mal ein bisschen Musik, oder? Super. Wer bezahlt mir die Reha, wenn ich mich jetzt hier verletze? Twitch. Oder gibt's da nicht eine Gewerkschaft oder so? Ein Betriebsrat? Der Twitch-Betriebsrat einfach so bestehend aus Monte, Knossi und wie heißt der Typ, der immer FIFA gespielt hat? Ihr wisst, wen ich meine. Warte, ich muss mich kurz dehnen, nicht, dass ich mir eine Zerrung am Arsch zufüge. Mit meinen Alpaka-Söckchen. Alpaka-Söckchen. Nee, nicht Tanzverbot.
Was zur Ficken denn? Was passiert da? Hölle ist hier los! Was zur Ficken denn Hölle ist hier los? Sagt er das gerade wirklich? Trimax! Ah, danke Nelmo, vielen, vielen Dank. Ich will doch einfach nur ins Bett machen! Okay. Er will einfach ins Bett machen. Prothesenking! Oh Gott im Himmel, hab Erbarmen. Ja, ist gut, ich tue es, was immer nötig ist. Bitte was? Hat er nicht Trimax geschrieben? Ja. Wurde das nicht eben geschrieben? Ja, das, ja, mit CS wird das geschrieben, tatsächlich. Ach, guck mal, da hast du mit 2X geschrieben. Warum? Wie viel übertreiben willst du? Ja, also, ich weiß auch nicht, warum sie sich direkt zu den Fässern legt. Die scheinen aber bequem zu sein. Scheinen wohl Fässer mit Kissen zu sein oder sowas. Oh, schön. Ja, wirklich. Absolut. Also, ich probiere das jetzt mal. Ich drücke Kreis, 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 ich drücke Kreis. Und du bist tot. Würde ich sagen. Da sind so zwei, drei Teams und bei mir ist hier ein Team. LOL! Was? Was war das für eine Landung? Cheat? Wie sie durch die Wand kommt. Bist du auch so ganz komisch gerade gelandet? Nee. Ich bin durchs Dach durchgelandet und bin jetzt im Haus. Viel Zeit gespart auf jeden Fall. Fuck hast du die gesehen? Aber auf jeden Fall ärgerlich dann für alle Gegner oder so oder andere Mitspieler und sowas, ne? Weil das ist ja ein richtiger Vorteil, wenn du dann einfach durchs Dach fallen kannst und also... Mit dem Typ mit deinem Emotes over 9000. Ach so, ja, keine Ahnung, das ist halt Kappa-Gen, ne? So heißt das. Das kann man aktivieren bei Stream Elements, theoretisch. Und dann ist halt Party. Ist halt nur ein bisschen nervig auf Dauer. Es ist irgendwie ganz witzig und auch ganz cool. Und dann irgendwann mal merkst du so, nee, weniger ist mehr. Weil ich kein Trimax-Fanboy bin und nicht weiß, wie der Halunke geschrieben wird. Ja, alles gut, Nilmo, ist ja nicht schlimm. Sie, was soll das? Hilfe, what the fuck? Herr Busfahrer? Was ist denn mit Carsten los? Oh, der ist schief. Wie, was ist hier? Ja, der Busfahrer ist einfach eine Pflanze, Leute, ne? Das muss man ein bisschen überanalysieren. Der ist einfach eine Pflanze. Wir sehen, der Bus ist ja gekippt, ne? Aber Pflanzen wachsen grundsätzlich nach oben. Ihr kennt das doch noch, wenn man eine Pflanze so in eine Box tut und da nur ein Loch ist, wo das Licht reinkommt, dann fängt sie auch an, so seitlich zu wachsen und dann nach oben. Das ist das, was der Busfahrer macht. Er ist eigentlich einfach nur eine Blume. Und dann ist plötzlich wieder ein Emote 29.638-fach vergrößert, so wie bei dir letztens. Ja, ich weiß nicht, warum das passiert ist, ey. Das war einfach verbuggt. Kein Plan. Wie, was ist hier? Ja, genau das. Du bist eine Blume. Eine Blume. So starker Shot. Warum wir Resident Evil Village niemals spielen werden. Du bist ein Loch. Wie er innerlich stirbt, der Arme. Ist das Gronkh? Stark. Was spielt er da? Ih. Muss das sein? Sag mal. Das. Ist Scorn eigentlich von Electronic Arts? Oder so? Wer hat Scorn rausgebracht? Das erinnerte mich jetzt stark an Bioshock, ehrlich gesagt. Ich dachte, er ist ein Sträse. Je nach Situation bin ich halt ein Loch, eine Blume oder ein Sträse. Das waren keine Plöppels. Nee. Und was lernen wir daraus? Nicht einfach eure Körperteile in jedes Loch stecken. Wichtig. So ist das. So ist das. Shadow of Rose, warum ist da eine Puppe, die sich plötzlich nicht mehr bewegt? Warum schreckt sie vor so ganzen Puppen? Was ist denn das? A few moments later.
Ah, okay, die... Okay, die Puppen sind irgendwie cringe, ne? 2 seconds later. Hä? Was war das denn? What the fuck? Hallo Draco, schönen guten Abend, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen guten Start in die Woche. Wir gucken uns gerade Spezies Twitch-Clips an. Nicht meine Körperteile einfach in andere Löcher stecken. Genau, Nilmo, gut, dass du das aufschreibst. Das wird morgen abgefragt, ne? Lang lebe der Pausenkönig. Bitte? Ich, was für Pausenkönig? Ich mache hier Pausen da, wo es sein muss. Das Spiel sich annimmt, ne? Oh Gott. Ey, macht er mich jetzt wieder ganz? Wieso ist dieses Spiel so eklig? Ist das überhaupt Toss? Ey, bitte mach mich wieder ganz! Was? Bitte mach mich wieder ganz! Das passiert da nicht wirklich. Bitte mach mich wieder ganz! What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Doch, das passiert da. Sag mal. Stressiger Wochenende, unter stressigem Wochenende, also alles in Ordnung. Ohne Witz. Entschuldigung. Was? Hey, was ist das für ein Spiel? Scorn, Alter. Hä? Das war jetzt nicht das, das ist animiert. Ja, normalerweise fragt man also, vorher, ne? Es wird im Game erklärt. Ich bin raus. Was ist das für... Unglaublich. Entschuldigung. Wow. Ab zu Chili-Man damit. Achso. Das sehe ich nicht. Wo ist die hin? Ganz schön blöd, ey. Das ist ja also blöd, ey. Das habe ich gehört. Alter, wie du zerrissen bist. Alter, dieses Spiel ist broken. Micha! Ich will das jetzt wissen. Oh nein. Oh nein. Oh, Micha. Wie viel macht man denn da so drauf? Ja, alles. Ich habe jetzt erstmal nur so... Am besten, Micha, am besten, ganz ehrlich, Micha, am besten einfach das Maggi in ein Glas und dann die Banane einmal reintunken. So ist am besten. No, God, please, no, no! Also ich habe jetzt erstmal hier, ihr seht das, ne? Ihr seht, dass da Maggi drauf ist, ne? Ja, okay. Ja. Oh, come on! Oh, Micha. Oh, Micha, die arme Banane, das arme Maggi. Und er scheint aber begeistert. Das ist ja eigentlich so süß mit salzig, ist ja schon geil, ne? Also es müsste eigentlich gehen. Also ich finde, das ist okay. Ich habe es mir jetzt schlimmer vor. Das ist unglaublich. Er mag es tatsächlich. Maggi ist Maggi. Ja, Maggi ist halt schon geil, ne? Aber ja, uff. Ich hoffe, er hat einen Eimer da stehen. Nee, er mag disgusting. Es. Ja, disgusting. Dann raste ich komplett aus, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr, dann spiele ich dieses Spiel nie wieder in meinem Leben. Ganz im Ernst, ich bin richtig sauer. Ich bin jetzt schon sauer, weil ich weiß, dass ich rausfliegen werde. Mann, das macht mich jetzt schon im Vorhinein wütend. Wie sie raged. Am Ende wird sie sogar noch gewinnen, oder? Verpiss dich! Na, okay. Nein! Sie ist schmollen gegangen. Habt ihr es gesehen? Sie ist einfach schmollen gegangen. Guck mal da. Sie schmollt auf dem Sofa. Ist das nicht herrlich? Irgendwie fehlt unser Clip. Komm, Saria, lass uns Stacy Hunter. Oh, danke für den Follow. So, jetzt lass uns kurz Chat was zeigen, okay? Schau.
Süß. Guck mal, wie sie sich da festhält. Kannst du dein Mikrofon auslassen? Dankeschön. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Die hat mich in die Beschreibung reingeschrieben. Und ich habe mich voll gefreut, dass ein Clip von mir drin ist. Und dann das. Das ist so richtig enttäuschend. Ah. Ah. Guck. Guckt. Hier. Der Strese. Den extra Clip habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, Katzen-Content, Crowdy. Einfach Katzen-Content. Sie hat sich süß da ums Mikro gekrallt und gegessen. Karo-Clips fehlen auch. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ja. Ja, schöne miese Gatze. Ja, Karos Clip war einfach super. Aber egal. So ist das manchmal, ne? Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsclip war. Würde mich über ein Like freuen. Das abonniert. Ist überaus beklagenswert. Diesen Kanal für weitere wilde Reacts und anderen Shit und geht natürlich zu Xpesias Twitch Clips. Link in der Beschreibung und liked natürlich das Originalvideo. Jetzt. Und kommentiert es. So. Und nicht anders.